Wow, total. Du bist zu Tränen gekommen. Annik Burger. Ja, Wahnsinn. Jetzt hast du heiß. Ja, aber das klingt wirklich so ein bisschen wie ein Märchen. Du sitzt immer noch im Kassenhäuschen im Europapark. Ja, also gestern habe ich noch gearbeitet und heute, als ich meine Kleider gezogen habe, habe ich ganz gelacht. Dann ich habe die Kasse da vorne gesehen, habe für mich gedacht, ah, heute habe ich frei. Annik, wo kommst du genau her? Also aus Frankreich, Elsass, 7 Kilometer vom Park, das heißt Pforzheim, ein kleines Dorf. Ja, und du hast auch, glaube ich, ein paar Fans mitgebracht. Auf jeden Fall sind da einige Franzosen heute hier im Publikum. Kann man die mal hören? Ja. Ein paar Kollegen auch dabei. Viele Kollegen, mein Freund und meine Eltern. Die haben alle Familie. Däumchen gedrückt. Ja. Seit wann singst du? Also richtig von zwei Jahren habe ich mit einem neuen Gesanglehrer, Henrik Siffer, gelernt. Mhm. Sonst habe ich Musikhochschule in Straßburg gemacht, aber es war ein bisschen schlecht und Universität auch. Ja, was war ein bisschen schlecht? Also die Gesangunterricht, ich habe nicht so viel gelernt und ja, ich habe Probleme gekriegt mit meiner Stimme. Dann habe ich ein Jahr aufgehört und jetzt bin ich in Colmar in Musikhochschule dort. Und du hast zwischendrin Abitur gemacht? Ja. Auch mal so nebenbei und Studium begonnen? Beide. Also, ja. Junge Frauen von heute. Toll. Traumberuf ist natürlich Sängerin. Ja, Opernsängerin. Opernsängerin, das soll es dann schon sein. Und wir halten weiterhin kräftig Däumchen. Sie ist so sympathisch und wir sind sehr froh, dass sie es gewagt hat, heute hierher zu kommen mit einer Live-Aufnahme.